Jetzt wohne ich seit einem Jahr hier. Es ist eine alte Fabrik in Hegenheim in Frankreich. Wir sind gleich an der Schweizer Grenze. Mein Atelier ist eigentlich in Basel. Als ich erfahren habe, dass die Geschäfte schließen werden, hat mir ein Freund geholfen, Leinwände und Malmaterial hierher zu bringen. Die Leinwände hatten aber im Auto keinen Platz. Dann haben wir sie mit Spanngurten einfach auf das Dach geschnallt. Es war fast so etwas wie Abenteuer. Mein Zuhause ist schon bald ein Ort für Freiheitsentzug geworden. Eine Stunde draußen sein muss jetzt reichen. Bewegen kann ich mich nur, wenn ich das Kreuz auf dem Formular richtig gesetzt habe. Gehe ich einkaufen, arbeiten oder meiner Mutter helfen? Die Kontrollinstanz will das wissen. Das Gewohnte bricht zusammen, unsichtbare Gefahr errichtet neue Wände. Die Erinnerungen an den Alltag erscheinen mir in einem grauen Schleier. Und ich sehe schwarz. Die Grenzen sind gewachsen dort, wo man sie längst vergessen hat. Ungewissheit macht sich in den Köpfen breit. Nun liegt sie lahm, die schnelle Welt. Gesellschaftliche Pfeiler bröckeln. Was uns wohl die Trümmer bringen?